Herzlich willkommen zurück hier bei GTA Vice City in einer Folge, die ich leider nachvertonen muss, weil ich Vogel speichere mir meine Dateien ja immer schön ab bearbeite sie dann nach der Aufnahmesitzung schön nach. Und beim Abspeichern bin ich zuerst aufs X gegangen, habe ihn weggeext und dachte, oh, das ist irgendein blöden Nachmelder. Und dann habe ich sie natürlich gelöscht, ich Vollidiot. Deswegen muss ich sie jetzt leider nachvertonen. Und warum hakt das hier so gerade? So, jetzt haben wir es wieder überwunden gehabt und das war diese Ladesequenz. Stimmt ja. Die sehe ich hier aber gerade gar nicht. Das ist das Problem. Deswegen war ich jetzt gerade ein wenig überrascht, dass das hier nicht nachlädt. Aber was soll's. Wir fahren jetzt erstmal rum, denn wir haben ja noch etwas zu erledigen. Ich muss ja noch ein bisschen Geld farmen hier. Also fahr, Mann, Junge. Fahr. Schneller. Und wir fahren natürlich erstmal zu Kaufmannstaxis. Und ich habe zu Beginn, also bevor ich diese Folge hier aufgenommen habe, habe ich natürlich das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschern lassen, damit wir hier gleich direkt die großen Geldbeträge rausholen können. Damit wir hier nicht immer ewig und zwei Tage lang hin und her fahren müssen für so kleine Kleckerbeträge. Ihr seht, das waren jetzt 3000 Dollar. Da muss man das Spiel schon so 10 Minuten für warten lassen. Also vor sich hin fahren lassen. Und wir düsen natürlich direkt weiter zu unserer Druckerei. Jawohl. Natürlich mit unserem Lieblingsauto hier, was natürlich wie so ein Brett auf der Straße liegt. Und überall an jeder Ecke sind hier Haitianer und vollbekommen bekloppte Vollidioten. So, die Haitianer mal eben schnell umgenietet. Hier, oh, 6107 Dollar. Meine Güte, jetzt fehlen uns noch 11.000 Dollar. Die wir da zusammen kriegen müssen, damit wir halt weg. Motorradfahrer mag ich nicht, weg. Weg. Und ja, wir haben es ja bald geschafft. Also bald hat dieses elendige Hin- und Herfahren ja sein Ende gefunden. Dann können wir auch endlich weiter voranschreiten, damit wir hier endlich mal den Malibu Club kaufen können. Das ist ja unser nächstes Objekt der Begierde. Denn was ist ein Gangster-Imperium ohne Stripclub? Den haben wir ja mittlerweile drin. Und ohne eine schöne Diskothek, wo sich die Leute treffen, um Drogen zu kaufen und gute Musik zu hören. Und vor allen Dingen hoffe ich mir, dass wir dann am Malibu Club wieder neue Missionen machen können. Denn ich weiß hier im Moment echt sonst nicht, wie wir hier sonst noch das Spiel weiter fortsetzen sollen. Freaks, ja, du mich auch. Ihr seid auch so Freaks. Hätte ich man euch mit bloß nicht beim Billig-Klon-Shop im Angebot gekauft. Ach, da ja, gutes Personal, ne? Ich sag's ja. Wo düsen wir jetzt hin? Also wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich habe das vor ein paar Minuten erst gespielt und weiß also schon gar nicht mehr, wo wir hindüsen. Das dürfte sich jetzt zu unserer Villa bewegen, das Auto. Also ich dürfte jetzt hier... ja, ach Mensch, der Junge weiß ja, wo es lang geht. Schön zu sehen, wie ich fahre. Ah, ja. Und das Wetter hat bei mir auch wieder aufgeklärt. Ja, jetzt schon mal eben schnell das Auto wechseln. Nice. Ja, Mädchen, du wirst aber leider den Nasty Bus benutzen müssen, wenn wir dir das Auto klauen. Das Rot ist einfach viel schöner. Ich mag dieses leuchtende Rot total gerne. Dieses Rot und das Mitternachtsblau, das ist richtig genial. Ja, und nochmal eine Ehrenrunde gedreht hier vor der Eingangshalle. Jawohl, wenn, dann machen wir das auch mit Stil. Oha, 4000. Das hat sich ja jetzt richtig gelohnt. Und wo düsen wir jetzt hin? Mensch, Bax, überleg doch mal, wo bist du da mal hingefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Erstmal einen kleinen Blechschaden geholt. Aha, wir fahren rüber auf die andere Seite der Insel. Mhm, was wollen wir denn da? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Interessant zu sehen, wo ich ja immer lang düse. Ah, hier nochmal 20 Dollar für einen Irrsinn-Stunt gekriegt. Höhe 100, Distanz haben wir 146 Fuß zurückgelegt. Das weiß ich aber nicht, was das in Metern ist. Das Spiel ist ja nur noch aus Amerika und die haben da natürlich nicht das metrische System. Da habt ihr auf der rechten Seite, auf der linken Seite nochmal eben gesehen. Da war unser schöner Malibu Club. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir hier vorhaben. Jawohl, wir rauben noch einmal mehr den Juwelier aus. Ja, Mensch. Ja, aber einparken, oh man, das darf keiner sehen hier, wie ich hier am Einparken bin. Ah, jetzt hat's ja geklappt.
Jo, guten Tag, der Herr. Einmal Bargeld zum Mitnehmen, bitte. Sind auch überall dieselben Leute hier, ne? Jo, ja, komm. Da kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Da geht noch. Da geht noch. Da geht noch einiges. Komm, ein bisschen mehr Geld kannst du auch noch. So, jetzt schnell abhauen. Ah, hoffentlich geht das gut. Da schießt wieder ein irrer Polizist um die Ecke. Ey, die kommen da auf der Ecke, aus der Ecke. Kommen die wie die Bekloppten. Aber wir sind in aller Ruhe können wir hier zum Paint Spray. Jawohl. Und schon sehen sie uns wieder nicht, sobald wir einen neuen Motor drin haben. Das ist faszinierend, ne? Dass die da uns, sobald wir so unser Auto ein bisschen umlackieren, dass sie uns da sofort nicht mehr erkennen. Scheiße, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Also wenn es einmal knackst, dann ist das, weil ich da eben gegen das Mikro gekommen bin. Weil ich habe jetzt hier die Hände frei, ich brauche ja nichts mehr steuern. Wie gesagt, ich vertone diese Aufnahme hier nochmal nach, weil ich Depp die Aufnahme gelöscht habe. Das war natürlich eine Glanzleistung meinerseits, eine unglaubliche Glanzleistung. Was willst du tun? Erstmal schön natürlich hier an der Leitplanke den Fußgänger ein bisschen Angst machen. Und ein bisschen Lack abschmirgeln, den brandneuen Lack und die brandneue Tür direkt weggeschobelt. Wo willst du jetzt hin, Mensch? Junge, sag doch mal was. Wo willst du jetzt hin? Wieder zu Kaufmann-Taxis oder was? Nee, ich ziehe erstmal hier die Kreise. Mhm. Ja, meine Wege sind wahrlich unergründlich. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Filmstudios? Oder überfalle ich jetzt... Ich glaube, ich überfalle hier gleich noch diesen kleinen Druckerie, diesen Drogeriemarkt, ne? Jawoll, ach Mensch. Seht ihr mal, wie ich das noch im Gedächtnis habe. Ich bin halt gut. Natürlich parken wir natürlich wieder perfekt ein, damit wir auch direkt in Fluchtrichtung wieder abhauen können. Und nicht erst unnötig rumdrehen müssen. So, guten Tag, der Herr. Kenne ich Sie nicht irgendwo her? Sie haben doch letztens auf der anderen Insel da einen Juweliershop betrieben. Ja, ja, Oh, Sie schon wieder. Och Mensch, können Sie mich nicht mal in Ruhe lassen? Ja, übel, was Sie hier abziehen. Oh, naja, komm, hau ab. Hau ab. Ah, siehste. Dankeschön, Dankeschön. Und schnell weg. Den Polizisten mieten wir noch um. Und schnell wieder zum Pain Spray, damit man hier uns wieder mal nicht erkennt. Der Polizist hat zu spät die Handbremse gezogen und ist volle Kanne eben gegen eine Wand gefahren. Hier hilft uns die Bevölkerung bei City natürlich direkt mit. Ach, ist das nicht schön. Joa. Ach ja, dann haben wir es jetzt auch wirklich gleich geschafft. Dann haben wir unsere $120.000 zusammen. Ach, ist das nicht schön. In der nächsten Folge können wir dann unseren Malibu Club kaufen. Ach, ist das schön. Da könnte ich glatt eine Freudenträne von drücken. Und, ah, wieder schön dieses kräftige Knallrot. Nice, nice. Wobei ich muss sagen, das Dunkelblau, dieses Mitternachtsblau, gefällt mir ja noch ein Stück besser. So, ich kann mich wieder mal nicht entscheiden, wo ich hin will. Aber erstmal auf dem Mittelstreifen wieder ordentlich Gas geben. Trotz drei blinkender Sterne, die jetzt gerade verschwunden sind. Ah, sei vorsichtig, Junge. Wo willst du hinfahren? Jetzt aber zum Filmstudio, oder? Die Idioten, dieser Spawner, der ist übel, ne? Da drehen die Autos immer so. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir in der Aufnahme, bei mir in der Vision, Spielversion so ist, wo doch das auch anderen Leuten so geht, dass an der Stelle die Autos immer so komisch drehen, wenn sie spawnen. Ja, aber ich glaube, wir fahren zum Filmstudio. Ja, sieht mir ganz verdammt danach aus, dass wir zum Filmstudio düsen. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum wir hier entlang fahren. Aber das dürfte, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, das letzte Mal sein, dass wir eigentlich Geld herholen müssten. Ich weiß nicht so genau. 2484. Und da haben wir die 120.000 Marke geknackt. Wir können uns jetzt den Malibu Club kaufen. Tue ich aber jetzt noch nicht. Erstmal lasse ich mir von dem Idioten vorne und hinten einmal reinfahren. Nein, wir fahren natürlich noch ein bisschen mehr Geld, weil ich mag das nicht dann nur mit... In dem Fall hätten wir jetzt noch $286 übrig, das wäre nicht so schön. Deswegen hole ich lieber noch ein bisschen zusätzliches Geld, weil mit so einer angebrochenen Folge dann da auch irgendwie wahrscheinlich dann auch gleich eine Mission noch zu erledigen. Fände ich ein bisschen mau, deswegen düse ich jetzt noch einmal zurück und hole mir direkt noch mal ein bisschen mehr Geld. Wir fahren jetzt noch einfach einmal alles ab.
damit wir dann auch noch ein bisschen Reservegeld haben, falls wir in der ersten Mission direkt drauf gehen, damit wir dann uns direkt auch neue Waffen wieder kaufen können und. Ihr kennt das ja, wenn man drauf geht, hier verliert man alle seine Waffen direkt. Hier sind die Krankenhäuser oder die Polizisten noch so geizig und so gierig vor allen Dingen. Die klauen dir nicht nur Geld aus der Tasche, sondern auch die ganzen Waffen, die du dabei hattest. So. Kaufmann-Taxis, hier ist niemand drin, wunderschön. $1,800 nehmen wir auch gerne noch mit. Sicher ist sicher und hier die Autos, ey, das ist übel. Alter, der arme Tommy, der muss doch schon Schleudertrauma haben, das ist ja die wahre Pracht. So oft wie die hier schon gegenballert sind irgendwo. Aber erstmal reparieren wir unser Auto natürlich wieder. Das Geld haben wir natürlich. Die $100, die hatten wir jetzt noch übrig. Und da kommen direkt schon wieder die Haitianer, also die ist, ich weiß nicht, da hatten wir doch mal für so eine Oma von denen eine Quest erledigt. Und die wollen uns immer noch ans Leder. Naja. Raffgierige, rachsüchtige Leute da. Also nicht generell halt hier, um Gottes Willen, aber hier in diesem Spiel sind die dann doch schon ziemlich ätzend und nervig. Also ich persönlich kenne jetzt niemanden, der halt Diana ist. Ich war auch noch nie auf Haiti. Ja, also ich bin ja noch ein kleiner dummer Azubi. Ich habe auch nicht so viel Geld, deswegen komme ich auch nicht so viel rum. Mein großer Traum ist es ja einmal in die USA nach San Francisco oder generell Kalifornien. Da habe ich so Bock drauf. Das werde ich auch irgendwann werde ich mir diesen Traum noch erfüllen. Auf jeden Fall. Da hält mich auch nichts von ab, wenn ich einen Kredit irgendwann aufnehmen muss. Aber irgendwann vor meinem Tod. Am besten noch, wenn ich jung bin, damit man da noch ein bisschen was erleben kann, ne? Zum Beispiel eine wilde Verfolgungsjagd mit dem Cops. Stört uns nicht. Wir holen uns dann alle Ruhe hier erstmal Geld. Ah ja, und dann auch direkt ins Bötchen rein, damit wir hier auch so ein bisschen Boot fahren können. Ah, nice. Ach ja, hier Checkpoint rennen. Ist auch ein bisschen ätzend, dass wir es jedes Mal neu machen müssen, hier das Checkpoint rennen, wenn wir in diese Boote steigen. Und natürlich direkt hier den Checkpoint verpasst. Aber soll uns ja nicht jucken, wir wollen ja diese Mission nicht bestehen. Wir wollen einfach nur das Geld haben. Und da geht der Bug ganz gewaltig unter Wasser. Die Lüftung war unter Wasser. Also wie der Motor da noch am Laufen sein kann, verstehe ich nicht. So, hier nochmal den Rumpf ein bisschen aufreißen, weil wir über Felsen gedonnert sind. Hier packen wir die Kurve auch wieder nicht so ganz. Oh Gott, oh Gott. Ja, man sieht, mit Motorboot fahren, das ist nicht so meins. Und hier diese wunderschönen Sprungschanzen. Oh, aber gut gekriegt. Wunderschön. Schön gerade rauf und in einer Tour hier durch. Ohne umsetzen. Ja, Mensch, Bax, was hast du denn da für wunderschöne Sachen gefahren? Den Anfang verkackt, aber dann hier die Sprungschancen wunderschön, aber dann diesen Checkpunkt auch wieder verkackt. Naja. Ob wir das noch schaffen, ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, weil ich habe das ja gerade eben erst gespielt. Ich vertone ja hier immer noch nach. Bin ja, weil ich Idiot hier die Aufnahme gelöscht habe von Outer City. Tja, ja, so ist das eben. Ja, I don't know why, da sinkt das, ne? Das ist das Richtige. Aber wir düsen hier noch durch. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. 50 Sekunden haben wir noch. Ah, wird eng. Wird eng, diese schwebenden Paketchen hier, die wir hier direkt über dem Wasser schweben tun. So, vorsichtig rum, nochmal hier die Bande mitgenommen. Das Boot hält das locker aus. So, hier rum, darum Löffelstiel. Wer dies nicht kann, der kann schon viel. Ah, jetzt müssten. Ah, oh, das wird aber echt eng. 25 Sekunden, 24, 23. Oh, komm, jetzt gib Gas. Jetzt gib Gas, Junge. Das schaffst du noch. Das packst du, Mensch. Das kriegst du hin. Ah, da ist der letzte Punkt. Oh, jetzt macht das spannend. Jetzt mache ich sie aber spannend und schaffe es. Und kriege dafür noch $6,000. Ach ja, Mensch, $6,000. Hätte ich das gewusst, hätten wir hier mit diesem bisschen Boot fahren echt eine Menge Geld machen können, ne? Da hätten wir gar nicht so lange hin und her fahren müssen. Muss ich mir merken für die Zukunft. Falls wir doch noch irgendwo Geld brauchen, fahren wir einfach hier ein bisschen Boot rennen und dann passt das schon. $6,000 sind eine Menge Geld.
Jetzt haben wir auch über 10.000 Dollar noch übrig, wenn wir uns den Malibu Club gekauft haben. Das lässt sich sehen. Aber jetzt düsen wir erstmal wieder zurück zu unserer schönen großen Villa. Wir müssen ja auch schließlich noch speichern, das Ganze. Ja, ja. Wo ist denn jetzt unser Steg? Wir müssen auch garantiert einen Steg haben hier für unsere Villa. Ah, wir sind ja auf der ganz anderen Seite von der Insel von Starfish Island. Kein Wunder, dass wir hier nichts finden. Dann müssen wir jetzt einmal rüber düsen hier. Ach ja. Kurve, Kurve. Mitten in der Nacht. Was gibt Schöneres, als um 2 Uhr morgens mit seinem schönen Motorboot anzulegen hier an seinem wunderschönen Steg. Was sich aber ein bisschen als tricky erweist. Komm, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Boinks. Springt das Ding wieder weg. Lassen wir uns ein bisschen von der Strömung randrücken. Noch einen Ticken zurücksetzen. Ja, das sieht gut aus. So kann das bleiben. Oh, oh, oh. Jetzt, yo, Bugs, mach keinen Blödsinn. Fall jetzt nicht ins Wasser. Phew. Ja, schön festen Boden unter den Füßen. Geh weg. Und jetzt sprinten. Und wir gehen natürlich nicht ins Haus. Nein, wir gehen außen rum. Weil sonst hätten wir da wieder einen Ladebildschirm in Kauf nehmen müssen. Das wäre jetzt nicht so schön gewesen. So. Da sind noch eine Kettensäge und eine Schutzweste, auch schön zu sehen. So, jetzt noch einmal hier hoch. Die 2000 Dollar nehmen wir noch mit. Ins Haus. Oh, habe ich noch gespeichert. War ich so geistesgegenwärtig? Jawohl, ich habe sogar noch gespeichert. Schön ist das. So, und dann wünsche ich euch doch jetzt an dieser Stelle einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt, das ist ja ganz euch überlassen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen rauf geben oder abonnieren. Und macht es gut, bis zum nächsten Mal, ne? Ihr wisst es ja, wie ihr habt, hört auf mit der Maus rumzuspielen. Macht es gut, euer Bugs, bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss!